Wir stehen jetzt also heute zum Tag der B-Freigabe vor der MEB-Batteriebox, Hochvolt-Batteriegehäuse, was zum größten Teil, also fast zu 100% aus Aluminium besteht und wo wir außen eine Struktur haben, die wir mit Strangpressprofilen aufgebaut haben. Dann im Inneren haben wir natürlich Querlastpfade, ja, die Energie im Crashfall übertragen. Wir sind jetzt also an einem Punkt, wo wir viele Optimierungen aus der Vergangenheit bzw. aus den vergangenen Projekten haben in dieses Produkt einfließen lassen. Das betrifft auch das Thema Korrosion, wo wir natürlich auch wissen, dass die Fahrzeuge etliche Jahre im Feld sind und wo wir da natürlich auch versucht haben, die optimal möglichen Maßnahmen dort einzuleiten. Und das betrifft natürlich auch die Fügetechnik, wenn wir jetzt am Ende in der Produktion sind und dieses ganze Hochvolt-Batteriegehäuse und das Fahrzeug bringen, dann heißt das natürlich auch, dass das in jede Produktionsstätte bei uns weltweit integriert werden muss. Volkswagen.